Hallo, grüße euch. Paraguay Live wie immer, ich bin der Pitt. Und heute sprechen wir über zwei Sachen. Erstmal, vielen, vielen Dank für eure Anfragen, viele Anrufe, auch per WhatsApp, aber auch per Handy. Super Sache, vielen Dank für die neuen Ideen. Viele von euch wollen ja halt wissen, was kann man überhaupt da in Paraguay sehen? Gibt es überhaupt was zu sehen an Sehenswürdigkeiten, Sachen, die, sag mal, wirklich Wert haben, sich da mit dem Allerwertesten dahin zu bewegen? Ja, zwei Sachen haben wir ausgesucht. Und zwar vielen Dank an Drone Paraguay, also Team Drone Paraguay, der uns auch geholfen hat. Und auch an Thomas, der auch wirklich ein Top-Video gedreht hat über die Promenade in Paraguay. Also ich spreche jetzt von dem Fluss Paraguay bzw. von der Bucht. Tolle Sache, neu gemacht. Also lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu fahren. Und die zweite Sache ist also auch die schöne Brücke nach Chaco. Ja, also praktisch von Asunción aus gesehen Richtung Chaco und dann Richtung argentinische Grenze. Also bleibt dran, guckt euch das Video an. Ja, bis dann, ciao.
Hallo, wie immer schnell zu Ende. Aber wie gesagt, ich rechne mit eurer Hilfe. Schreibt einfach unten in den Kommentaren, was wollt ihr sehen, was interessiert euch? Was wollt ihr in Paraguay sehen? Habt ihr konkrete Fragen? Diesbezüglich vielleicht über Sehenswürdigkeiten. Es gibt wirklich viele interessante Sachen in Paraguay. Ja, also bitte, wie immer, Kommentare unten aufschreiben, sämtliche Fragen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, sie korrekt zu beantworten. Okay? Und für diejenigen, die unseren Kanal noch nicht abonniert haben, bitte ganz schnell abonnieren den Kanal, ganz schnell ein Klick und ihr verpasst überhaupt kein Video mehr. Ja? Also, Daumen nach oben, wenn es gefallen hat, immer die Fragen stellen und bis zum nächsten Video, okay? Sehen wir uns. Ciao, ciao.